Ich bin dein Vater. I love you, ooh. I love you, yes I do. Willkommen bei ChatGPT. So, wollen wir mal starten hier? Gott, sehe ich aus hier. Boah. Da hilft nicht mehr ein Kampf. Hallo, erstmal. Was wollen wir denn machen heute? Das Haus erzählen. Mann, mir eine Geschichte. Ich übe ja immer noch mit ChatGPT. Das Haus der bösen Geister. So, mal gucken. Wollen wir mal starten? Das war mein altes Haus am Rande der Stadt, das seit Jahren leer stand. Die Einheimischen nannten es das Haus der bösen Geister, denn es wurde gemunkelt, dass es darin spukte. Eines Tages beschlossen drei neugierige Jugendliche, das Haus genauer anzusehen. Sie kletterten über den Zaun und gingen durch die verfallene Tür hinein. Im Inneren des Hauses fanden sie merkwürdige Symbole an den Wänden und das Gefühl, dass sie an den Wänden und das Gefühl, dass sie beobachtet wurden, ließ nicht nach. Plötzlich hörten sie Schritte und eine unheimliche Gestalt in schwarzer Robe kam auf sie zu. Sie versuchten zu fliehen, aber die Tür war blockiert. Die Gestalt sprach in einer fremden Sprache und die Jugendlichen spürten, wie ihre Kräfte schwanden. In letzter Minute gelang es... Also ehrlich, erstmal super. Ändern. Sie waren im Haus gefangen. So. Um das gleich mal klarzustellen. Der schreibt hier erstmal, ich werde erstmal hier was öffnen. Wo ist es denn? Ich muss heute ja E-Mail-Vorstellungsdinger noch machen. Also das heißt, ich muss nachher noch bei eBay Kleinanzeigen rein. Oh Gott, das wird doch noch eine Arbeit werden. Ja. Im Moment render ich gerade Sims 4. Um es mal so direkt zu sagen. Dazu muss ich gleich mal auf den anderen Monitor. Gut, wie weit ist der auf den? 3 Stunden und 30 Minuten bei 99%. Sieht schon mal gut aus. So. Kann ich jetzt schon mal rüberlegen. ChatGPT mache ich wieder auf. Wow. Ich mache erstmal hier. Es war einmal. Und dann nehme ich das erstmal hier rein. Und das wird erstmal reinkopiert. Habe ich erstmal sicher. Ach, das Programm ist offen. Also Movie Maker nutze ich wirklich nur zum Zusammenfügen mehrerer Videos, wenn zum Beispiel Bionaro mal wieder Sims 4 gespielt hat, aufgenommen hat, wie jetzt zum Beispiel, und haut da erstmal unzählige kleine Sachen rein, die man nicht auf eine gewisse Zeit komprimieren kann. Das heißt, ich muss alle Videos in ein verpacken, um das dann wieder genau auseinander zu schneiden, und das ist natürlich eine Scheißarbeit. Aber gut. Schließen. Ton. Wie sind die Tonhöhen? Alle bei maximal 0,2. Ja. Also perfekt. Dann wollen wir mal weitermachen. So, jetzt machen wir ein altes Haus. Ändern. Ja, ich weiß, plötzlich hörten sie Schritte und sie waren gefangen in dem Haus und wussten nicht, wie sie entkommen konnten. Wussten nicht, wie sie entkommen sollten. Die Gestalt in der schwarzen Robe schien immer stärker zu werden. Je länger sie in ihrer Nähe waren,
waren. Die Jugendlichen begannen zu verstehen, dass sie in großer Gefahr waren. Sie versuchten, sich zusammenzureißen und einen Ausweg zu finden, aber die Hoffnung schwand langsam. Sie hatten das Gefühl, dass sie aufgegeben waren und dass sie für immer in dem Haus. Ja, okay. Das schiebe ich mir mal rüber. Weiter. Es kamen noch mehr sehr böse Geister. Plötzlich spürten Jugendlichen, wie sich die Atmosphäre im Haus veränderte. Es war, als ob die Anwesenheit der Gestalt in der schwarzen Robe andere böse Geister angezogen hatte. Jugendlichen hörten jetzt unheimliche Geräusche aus allen Ecken des Hauses. Sie sahen Gestalten und Schatten, die an den Wänden entlang huschten, und spürten kalte Luftzüge. Obwohl keine Fenster, blablabla. Die Geister schienen immer stärker und aggressiver zu werden, und die Jugendlichen kämpften verzweifelt gegen die unheimlichen Erscheinungen an. Sie versuchten Schutz zu suchen, indem sie sich in einem Raum einschlossen, aber die Geister schienen immer näher zu kommen. Okay. Die Jugendlichen erkannten, dass sie gegen die übernatürlichen Kräfte keine Chance hatten. Sie beteten, dass jemand sie retten würde, als plötzlich ein lautes Knacken ertönte und das Haus erzitterte. So. Weiter. Ändern. Mann, ey. Ich hab da jetzt nicht drauf gedrückt. So. Ändern. Sie wurden nicht gerettet und fanden Hinweise auf die Geister, als diese noch lebten. Es war eine Anstalt für Mörder und Vergewaltiger. Für neue Therapien. So, mal gucken. Die Jugendlichen waren gefangen in dem Haus der bösen Geister und wussten nicht, wie sie entkommen sollten. Plötzlich spürten sie die Anwesenheit der Geister um sie herum. Sie hörten Stimmen und Schritte und sahen Schatten. Okay. Muss ich jetzt mal hier rüber gehen? Okay. Sie hörten Stimmen und Schatten, die sich um sie, während ihrer Suche nach einem Ausweg fanden, sie Hinweise auf die Geschichte des Hauses. Es stellte sich heraus, dass das Haus in der Vergangenheit eine Anstalt für Mörder und Vergewaltiger war, die für neue Therapien verwendet wurde. Aber die Therapien waren fehlgeschlagen und die Geister der Opfer und Täter blieben in dem Haus gefangen. Wow. Gefangen. Die Jugendlichen entdeckten auch Tagebücher der Ärzte, die detaillierten Beschreibungen der Gräueltaten, Experimente, die in dem Haus stattgefunden hatten. Sie lasen von schrecklichen Qualen, die den Patienten zugefügt waren, und von Versuchen, die Seelen der Verstorbenen einzufangen. Je mehr sie erfuhren, desto mehr spürten sie, dass die Geister des Hauses es sie nicht einfach nur gefangen halten wollten, sondern dass sie Rache wollten. Die Jugendlichen beschlossen, alles zu tun, um das Haus, um aus dem Haus zu fliehen und ihre Rettung zu finden. Aber
Je weiter sie in das Innere Sarwatis vordrang, desto stärker wurde der Einfluss der Geister auf sie. Zwei fühlten sich von ihnen in Wahnsinn getrieben und hörten die Stimme der Toten in ihren Köpfen. Die Jugendlichen erkannten, dass sie in die Falle geraten waren und dass sie das Haus nicht lebend verlassen würden. Die Geister hatten sie in ihre Welt gezogen und sie würden sie niemals gehen lassen. Die letzten Seiten des Tagesbuches Büchern der Anstalt lautete: Die Toten kehren immer zurück, die Lebenden heimzusuchen. Die Jugendlichen wussten, dass sie jetzt ein Teil des Hauses der bösen Geister waren und dass sie für immer gefangen sein würden. So, jetzt mache ich mal richtig böse. So. Weiter. Die Geister waren so stark, dass sie zwei der Jugendlichen, Jugendliche, jetzt sag mal, vergewaltigten und Qual, meine Fresse aber auch, voll vor den beiden anderen Jugendlichen, ich sag jetzt mal, umbrachten. Die Jugendlichen waren gefangen in dem Haus. Okay, macht noch weiter. Und spürten. Macht er noch was? Bin mal gespannt. Macht er hier noch was? Ich will das ja mal so richtig ausgehen lassen. Oder hört das Programm jetzt auf? Ich mache mal kurz Pause, bis das Programm weitermacht. So, er macht weiter. Die verbleibenden Jugendlichen waren schockiert und entsetzt über das, was sie gesehen hatten. Sie wussten, dass sie in großer Gefahr befanden und schnell handeln mussten und zu überleben. Sie versuchten aus dem Haus zu fliehen, aber die Geister hinderten sie davon. Jeder Versuch, das Haus zu verlassen, wurde von den Geistern vereitelt. Eines Nachts wurde einer der Jugendlichen von den Geistern missbraucht und grausam ermordet. Die anderen beiden waren gezwungen, hilflos zuzuschauen, wie ihre Freundin von den Geistern brutal behandelt wurde. Die beiden verbleibenden Jugendlichen waren nun alleine und verängstigt in dem Haus gefangen. Sie wussten, dass sie einen Weg finden mussten, aus das Haus zu verlassen. Okay. Okay, machen wir mal hier. Verängstet, wo war ich jetzt? Sag mal, was soll denn das jetzt hier? Was soll denn das jetzt? Nochmal, bevor er wieder abbricht. Die beiden verbleibenden Jugendlichen waren von dem schockiert und traumatisiert. Sie wussten, dass sie nun allein im Haus der bösen Geister gefangen waren, jederzeit von den Geistern angegriffen werden konnten. Sie beschlossen, sich im Haus zu verstecken und hoffen, dass sie die Geister nicht finden würden. Sie suchten einen sicheren Raum und fanden schließlich einen alten Lagerraum im Keller des Hauses. Dort verbarrikadierten sie sich und versuchten, so leise wie möglich zu sein, um die Geister nicht anzulocken. Sie verbrachten Tag und Nacht im Dunkeln und hatten nur ein wenig Nahrung und Wasser zur Verfügung. Während ihrer Zeit im Versteck fanden sie Hinweise darauf, dass das Haus eine Anstalt
für Mörder, eine Anstalt für Mörder und Vergewaltiger war. Blablabla. Die Geister waren, lalala. Die beiden Jugendlichen wussten, dass sie das Haus der bösen Geister verlassen mussten. Danach packten sie ihre Sachen und machten sich auf den Weg nach draußen. Sie schlichen sich über die Korridore, aber die Geister waren ihnen auf den Fersen und attackierten sie. Sie versuchten das Haus zu verlassen und die Jugendlichen kämpften um ihr Leben. Aber es schien aussichtslos. Schließlich ja, mal gucken. Ja, ich habe das jetzt soweit gemacht. Ich habe jetzt hingeschrieben, beiden Jugendlichen, die. Ja, okay. Ich kann es auch so lassen, dass sie im allein im Haus der bösen Geister gefangen waren und jederzeit von dem angegriffen werden konnten. Okay. Gut, dann lasse ich das so stehen. Das ist so eine kleine Geschichte über ChatGPT, wie es ganz böse ausgehen kann. Das sind die Grenzen. Das ist auch wichtig, wenn man zum Beispiel irgendwelche Romane schreibt, wer auch Romane schreiben möchte, wo die Grenzen bei dem Programm liegen, da hört es auf und dann geht es nicht weiter. Ja, ist nun mal so. Aber es hat mir wieder Spaß gemacht, das zu schreiben. Morgen gibt es eine schöne Geschichte. Ich wollte jetzt mal was Böses machen. Erstmal bis dahin noch viel Spaß und tschüss.